Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach gefühlten 100.000 Jahren lade ich auch mal wieder ein Video für euch hoch und ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich war vor kurzem ein bisschen am Aussortieren und da bin ich auf eine Sache gestoßen, von der ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie noch habe. Und zwar war das tatsächlich mein allererster Slime, den ich je hergestellt habe und zu dem ich auch hier auf YouTube ein Video hochgeladen hatte. Das Video werden wahrscheinlich einige von euch kennen und zwar war das mein Vilu-Slime. Falls ihr das Video nicht kennt, dann könnt ihr gerne hier bei dem i mal vorbeischauen, da werde ich euch das verlinken. Ich glaube, das ist auf der Seite. Wenn nicht, dann ist es auf der anderen Seite. Aber ihr werdet es finden. Der Slime ist schon ungefähr 1,5 Jahre alt. Und ich habe mir den angeschaut und war echt schockiert. Leute, das hatte einfach nichts mehr mit Slime zu tun. Und da bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich den Slime doch mal irgendwie retten könnte. Also falls euch interessiert, wie man einen alten Slime wieder schön slimy bekommt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Ihr seht richtig, so sieht inzwischen mein alter Bilou-Slime aus. Ich glaube, man kann das Ganze nicht mal mehr als Slime bezeichnen, denn ihr könnt es ja schon erkennen, das Teil ist einfach komplett zäh geworden und auch die Farbe hat sich verändert. Aber Leute, das kriegen wir ganz leicht wieder hin und damit starten wir jetzt auch schon sofort. Ich fange an, meinen sogenannten Slime-Klumpen in eine Schale zu geben und dann kommen wir auch schon zu der wichtigsten Zutat und diese wäre Glycerin. Ich habe das jetzt zum Beispiel in der Apotheke gekauft, das könnt ihr aber auch online bestellen und davon braucht ihr auch wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich nehme hier zu Anfang erstmal nur ungefähr 1/4 Teelöffel und gebe das zu meinem Slime dazu. Und dann starten wir auch schon damit, den Slime gut zu verkneten. Und ich glaube, ihr könnt es auch schon erkennen, das Ganze gestaltet sich anfangs wirklich relativ schwer. Aber je länger man es versucht, desto leichter geht's. Wie ihr erkennen könnt, hatte ich anfangs leider ein bisschen zu wenig Glycerin zu meinem Slime dazugegeben gehabt. Deswegen packe ich da jetzt nochmal ein bisschen mehr dazu. Und diesen Schritt wiederhole ich einfach so oft, bis unser Slime schön slimy geworden ist. Und Leute, ich glaube, der Slime ist wirklich kaum wiederzuerkennen. Ich wollte allerdings, dass der Slime wieder so schön fluffig und luftig wird, wie er damals war. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen Bilou-Schaum dazu. Allerdings habe ich hier diesmal die Sorte Orange Lemonade geholt. Und wie ihr erkennen könnt, habe ich damit auch wirklich nicht gespart. Und ja, das Ganze werden wir jetzt erstmal ganz gut vermengen. So, und dann sind wir jetzt eigentlich auch schon fertig. Allerdings habe ich mich hier noch dafür entschieden gehabt, den Slime nochmal ein bisschen schöner einzufärben. Und hier habe ich mich für ein knalliges Orange passend zu dem Bilou-Schaum entschieden. Wie ihr erkennen könnt, hatte ich leider keine orangen Acrylfarben mehr zu Hause. Deswegen musste ich mir die hier selber zurechtmischen. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Leute, der Slime ist einfach nicht mehr wiederzuerkennen und deswegen werde ich euch gleich auch nochmal ein Vorher- und Nachher-Video einblenden, weil der Unterschied einfach so unfassbar krass geworden ist.
war's auch schon von meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da oder hinterlasst mir ein Abo. Darüber würde ich mich wirklich unfassbar freuen. Ansonsten kommentiert doch gerne, was ihr denn so demnächst für Videos von mir sehen wollt. Das würde mich echt interessieren. Und ansonsten war es das von dem Video. Übrigens, bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, Leute, guckt bitte gerne mal bei meinem Instagram oder bei meinem Musical.ly-Account vorbei. Also, ja, das würde mich echt freuen. Also, es ist hier einmal eingeblendet. Schaut da gerne vorbei. Und ansonsten war es jetzt auch schon von dem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!